Einwohner des Burgenlandkreises und speziell alle Fans der Zeitzer Lupe. Heute was ganz Besonderes. Heute werde ich empfangen von unserem Dieter Stier, unserem Bundestagsabgeordneten, Direktkandidat und auch Kreistagsvorsitzender. Herr Stier, Sie sind ja mittlerweile doch schon, glaube ich, 7 Jahre jetzt schon für uns im Bundestag. Und ich fand es ganz klasse, dass wir uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen können und er sich ein bisschen mit uns unterhält. Und zwar eine gewisse Struktur hatten wir uns auch vorbereitet, ein bisschen was Persönliches am Anfang. Dann gehen wir halt über ein bisschen zur eigenen Ethik, Sie nennen ja CDU letztlich. Dann ein bisschen allgemein Demokratiefragen und dann gehen wir ein bisschen auf die aktuelle Politik ein. Und Ihnen bleibt auch einfach überlassen, was Sie Ihren Bürgern, Einwohnern, Wählern eigentlich sagen wollen oder den zukünftigen Wählern. Mir persönlich ist auch noch eins wichtig, vielleicht auch das am Rande. Wir haben ja doch in Bälde doch wieder eine Bundestagswahl und wir müssen mal unterscheiden zwischen einem Direktkandidaten und einem Listenkandidaten. Vielleicht können Sie das mal unseren Bürgern mal erklären, den Unterschied zwischen einem Direktkandidaten und einer Liste. Also ich will mich zuallererst mal bedanken für die Möglichkeit, dass heute wir dieses Gespräch hier in Berlin führen können. Sie haben sich ja schon länger angemeldet und heute haben wir also die Gelegenheit, auch mal mit etwas längerer Zeit dieses Gespräch zu führen. Ich bin jetzt richtig 7 Jahre im Deutschen Bundestag. Ich kann erst mal grundsätzlich sagen, die Arbeit macht mir immer noch Freude, trotz dass die Zeiten nicht einfacher werden und dass es auch viele Rückschläge gibt und dass es auch viele persönliche Anfeindungen gibt. Aber ich glaube, es gehört zur Demokratie dazu, dass wir in der Lage sind, miteinander zu reden und uns auch mit Argumenten auszutauschen. Und da werbe ich drum, das machen wir, glaube ich, in unserer heutigen Zeit immer weniger. Und deshalb kann ich sagen, nicht nur das Gespräch mit der Zeitzer Lupe heute soll die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, auch mal das Telefon zur Hand zu nehmen und auch versuchen, mit ihrem Bundestagsabgeordneten einen Termin zu kriegen, wenn es Meinungsaustausch erfordert. Das wird nicht gleich morgen sein, aber es wird bei mir niemand weggeschickt, der das Gespräch sucht. Das ist aber eine schöne Sache. Ich glaube, ich kann mich auch bestätigen. Der Direktkandidat ist eigentlich unabhängiger. Direktkandidat bedeutet, solange die Bürger hinter Ihnen stehen und Ihre Partei aus dem Kreis, solange sind Sie nicht abhängig von der Liste, was von oben befohlen wird. Also natürlich ist es was Schönes, dass man als Direktkandidat hier ist. Man ist vom Bürger in Urwahl praktisch bestätigt und gewählt. Und ich kann auch sagen, man hat auch ein anderes Gewicht in der Stimme in Berlin im Rahmen der Fraktion, wenn man mit einem direkten Auftrag der Bürger hierher geschickt wird. Natürlich ist es auch gut, wenn wir eine Landesliste haben, die natürlich entsprechend auch viele gute Kandidaten mit in den Deutschen Bundestag bringen kann. Vielen Dank, Herr Stier. Wann haben Sie eigentlich entschieden, Profipolitiker zu werden? Mein Berufswunsch war nicht, Profipolitiker zu werden. Bekanntlich, und das wissen viele Einwohner des Landkreises, habe ich Landwirtschaft studiert, habe Zootechniker gelernt, habe noch eine Ergänzungsqualifikation als Pferdewirtschaftsmeister abgelegt, habe also viele Jahre noch in den letzten Jahren der DDR in einem Tierproduktionsbetrieb gearbeitet, habe dann ein volkseigenes Gut geleitet, war dann in der landwirtschaftlichen Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt tätig und bin auf dem Bauernhof groß geworden, deshalb also auch die Verbindung zum ländlichen Raum und zur Landwirtschaft. Und ich war seit der politischen Wende in Ostdeutschland in der Kommunalpolitik engagiert. Das bin ich bekanntlich heute noch. Und irgendwann habe ich als Vorstand des Sportbundes damals im alten Kreis Weißenfels mal bei meinem damaligen Landrat Dr. Kreis gesessen und habe gejammert, lieber Landrat, wir brauchen mehr Geld für den Sport. Und da sagt Dr. Kreis zu mir, Herr Stier, nächstes Jahr sind Kreistagswahlen, treten Sie doch gleich mal an, da können Sie über das Wenige, was wir haben, mitentscheiden. So bin ich zur Politik gekommen, dass ich mal in der Bundespolitik lande, das war sicherlich nicht vorherzusehen. 2005 fragte mich meine Partei das erste Mal, da waren wir im Übrigen auch noch nicht ein großer Burgenlandkreis wie heute und der Wahlkreis auch noch nicht so zugeschnitten wie heute, ob ich mir nicht vorstellen könnte zu kandidieren. Ich habe gesagt, das kann ich. Bin in meiner Partei angetreten, habe eine Auswahl in Form einer Nominierung gewinnen können.
2005 wurde der Bundestag damals vorzeitig aufgelöst. Es war ein sehr kurzer Wahlkampf und ich musste als erstes die Erfahrung machen, dass man Wahlen auch verlieren kann. Ich bin nämlich nicht gewählt worden. Damals haben alle Direktmandate in unserem Bundesland Sachsen-Anhalt die SPD gewonnen. So, 2009 bin ich noch einmal angetreten. Sie wissen, es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Zweitstimme war damals für die Partei Die Linke, die den Wahlkreis gewinnen konnte. Ich hatte selbst mehr Stimmen wie meine eigene Partei, habe also in der Erststimme gewinnen können, sitze also seit 2009 im Deutschen Bundestag. Und 2013, Wahlperiode 4 Jahre, konnte ich also noch einmal antreten, habe dort für mich ein wunderschönes Wahlergebnis von 44,8% erringen können. Das war das zweitbeste in Sachsen-Anhalt. Ja, und bin seitdem 7 Jahre hier und versuche, die Geschicke für unsere Region positiv mit zu beeinflussen. Und manchmal ist viel erreicht, auch wenn man manchmal Schlimmeres verhindert. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben zur eigenen Ethik. Sie sind ja in einer CDU, in einer christlichen Partei, also es geht ja nicht darum, ob man dann wöchentlich zum Gottesdienst geht oder ob man katholisch oder evangelisch letztlich ist, aber es ist diese Ethik doch dahinter. Können Sie uns was zu Ihren eigenen Moralvorstellungen oder zur Ethik sagen, der Sie nachstreben in Ihren Entscheidungen? Also für mich sind schon die christlichen Werte wichtig. Wichtig ist auch der Mensch, der steht im Mittelpunkt meines Tuns und meines Handelns und natürlich schöpfe ich da hauptsächlich aus einem Erfahrungsschatz, den ich auch selbst vor der Zeit im Deutschen Bundestag erlebt habe. Und da zählt zum Beispiel auch, da zählen Tugenden, da zählen Werte dazu, Pünktlichkeit, Bescheidenheit. Ich denke, auch uns würde es gut stehen, manchmal etwas Maß zu halten in unserer Gesellschaft, wenn man das mit anderen Ländern auf diesem Erdball vergleicht, glaube ich grundsätzlich, dass wir in Deutschland hier schon ein gutes Auskommen haben und dass wir auch Dinge nicht zu schnell übertreiben dürfen, wie wir es manchmal machen. Danke. Ich nehme einfach mal ein kritisches Zitat mal. Die heutige praktizierte Form der Demokratie ist zunehmend ein Synonym für den Prozess des Stimmenkaufs und für das Schmieren und Belohnen von unlauteren Sonderinteressen. Ein Auktionssystem, in dem alle paar Jahre die Macht der Gesetzgebung denen anvertraut wird, die den Gefolgsleuten die den größten Sondervorteile versprechen. Ein durch das Erpressung- und Korruptionssystem der Politik hervorgebrachtes System mit einer einzigen allmächtigen Versammlung mit dem Wort Fetisch Demokratie belegt. Das ist ein heftiger Satz, ist übrigens von Friedrich von Hayek, Nobelpreisträger letztlich. Das geht eigentlich um das große Bereich des Lobbyismus. Also ich kann nur sagen, der Satz ist sicherlich sehr heftig. Ich persönlich habe mich noch nie von irgendjemandem kaufen lassen. Das mag man mir abnehmen oder mag es mir nicht abnehmen. Am Ende haben wir, gerade als Politiker, stehen wir heute ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Medien haben heute auch eine Macht in unserem Land. Und wer in dem System Bestand haben will, der tut gut daran, sich nicht kaufen zu lassen. Wir haben es im Übrigen auch gar nicht nötig. Wenn Sie den Begriff Lobbyismus ansprechen, dann ist der natürlich für mich sowohl positiv als auch negativ besetzt. Also ich finde den Begriff durchaus positiv. Ich bin auch Lobbyist meiner Heimatregion, meines Wahlkreises, des Burgenlandkreises, des Saalekreises, der Stadt Zeitz, der Stadt Weißenfels. Und wenn ich das nicht wäre, hier in Berlin, dann würden mir natürlich nicht die Erfolge gelingen, dass ich auch für unsere Region etwas tun kann. Und da muss jeder Abgeordnete, er ist nur seinem Gewissen dort auch verpflichtet, natürlich auch darauf achten, dass er sich von niemandem abhängig macht und kaufen lässt. Natürlich geht's nicht, wenn wir in den Deutschen Bundestag kommen wollen, auch mal mit der einen oder anderen Spende für eine Partei, um Wahlkampf betreiben zu können. Das ist für mich auch nichts Ehrenrühriges. Aber wenn es dazu führt, dass man sich abhängig macht, auch von bestimmten Industriezweigen, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Und ich kann nur sagen, ich versuche dort zumindest diesen Dingen auch zu widerstehen. Und manchen Besucher hier im Deutschen Bundestag,
den lade ich zum Mittagessen ein, von dem lasse ich mich nicht einladen und so kann ich mir immer jeden Früh wieder in den Spiegel gucken. Genau, das war die klare Bestechung. Ein bisschen ist in dem Zitat durch auch das gemeint, Wahlversprechen, gewisse Bevölkerungsgruppen zu bevorteilen gegenüber anderen, steckt hier eigentlich auch dahinter. Das heißt, im System gemeine Demokratie, die mal eine Rente, man rechnet genau aus für Wahlkampf, wissen wir auch, 2 Millionen Renten haben wir, 3 Millionen Renten haben wir, wenn wir denen in den Betrag geben, kriegen wir ein paar Stimmen, das ist damit gemeint, das ist immer auf Kosten Dritter. Was halten Sie persönlich von Volksabstimmungen? Das ist auch ein ganz aktuelles Thema. Volksabstimmungen werden immer wieder gefordert. Ich persönlich, wir können ja vielleicht auch noch drüber reden, über das System der repräsentativen Demokratie, wie es jetzt besteht. Ich glaube, mit dem Instrument der Volksabstimmung sollte man sehr sparsam umgehen, weil sie die Prozesse keinesfalls vereinfachen. Sie sind heute schon viel zu kompliziert. Und natürlich können wir sagen, das wäre für die Demokratie toll, wenn jeder bei jedem Thema mit abstimmen könnte. Ich glaube, das würde die Prozesse deutlich verkomplizieren und deshalb bin ich bis auf Ausnahmefälle, die man sicherlich auch breit diskutieren sollte, nicht der große Freund von regelmäßigen Volksabstimmungen. Gut, zur Volksabstimmung kann ich vielleicht mal was anmerken. Ich bin zwar der Interviewer, aber vielleicht eine kleine Anmerkung. Die Bevölkerung generell ruft nach mehr Volksabstimmungen dann, wenn im Parlament alles zu friedlich abgeht. Wenn in der repräsentativen Demokratie erwartet der Bürger eigentlich, dass im Parlament auch hart gerungen wird, Argumente ausgetauscht wird. Erst wenn das Gefühl hat, einen großen Einheitspreis, dann rufen die Leute auf der Straße, wenn entfällt dieses Austausch von Argumenten, dieser Streit, der manchmal notwendig ist. Das ist ein Grund. Dann hat sich natürlich heute auch eins eingebürgert, ich habe es selber schon initiiert, Bürgerinitiativen, weil es manchmal leichter, schneller ist, man kann schneller schimpfen, kommt eher ran und innerhalb einer Partei ist es schon ein langer, mühsamer Weg, auch mal Änderungen reinzubringen. Das imperative Mandat lasse ich jetzt weg, zu lange. Wie kann ein kontrollierendes Parlament es zulassen, dass Minister als Abgeordnete mitbestimmen, ist ein Interessenskonflikt. Also sprich die Geschichte, ein Minister, der in der Regierung sitzt, sollte doch eigentlich sein Mandat als Bundestagsabgeordneter in der Zeit ruhen lassen oder abgeben. Ich weiß nicht, ob das ein Interessenskonflikt ist. Ich glaube, jeder Wahlkreis oder viele Bürger des Wahlkreises wären froh, wenn sie ihren Abgeordneten in der Regierung hätten, ob als Minister oder ob als Staatssekretär, weil damit natürlich auch für die Region, machen wir uns da nichts vor, natürlich ist ein Minister, ein Staatssekretär, die Regierung für das ganze Volk da, das wird sie auch machen. Und trotzdem ist doch jeder stolz in seinem Wahlkreis oder sieht auch Möglichkeiten, näher an der Führungsspitze des Landes dran zu sein. Und das Parlament stellt die Regierung. Das ist also ganz klar, man ist ja gewählt und ich kann an den Fall, an mehrere Fälle in Sachsen-Anhalt in meinem Heimatbundesland erinnern. Dort ist es also so, wenn man Staatssekretär wird, muss man das gewählte Mandat, muss es abgeben. Dann sagt der Wahlkreis, wir haben jetzt aber keinen Abgeordneten mehr. So kann man also auch beides wahrnehmen. Und nun ist es ja auch, die Regierung ist ja nun bei weitem nicht so groß wie das Parlament. Wir haben 631 Bundestagsabgeordnete momentan. Die Regierung ist ein Bruchteil davon. Insofern mag es da sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen, ja, wie Sie wollen, Interessenskonflikt auch geben. Ich kann nur sagen, das Parlament ist deutlich größer und ist damit auch sehr wohl in Deutschland in der Lage, eine Regierung zu kontrollieren. Und bisher ist es, das ist zumindest meine Erfahrung, bei den meisten Gesetzentwürfen, die auch die Bundesregierung in den Deutschen Bundestag einbringt, dass die den Deutschen Bundestag ganz anders verlassen, wie sie die Regierung einbringt. Also die Kontrolle durch das Parlament ist nach meinem Dafürhalten gegeben. Herr Stier, jetzt mal eine andere Sache, und zwar wollte ich mal nachfragen nach den Dingen wie Fraktionszwang, imperatives Mandat, Fraktionsgelder, die es ja noch extra gibt, wissen wir auch ein bisschen, weil man sich doch manchmal fragt als Bürger, Mensch, warum stimmt der eigentlich so ab? Welcher Druck wird denn hier ausgeübt? Was ist denn für ein Druck auf Sie aufgebaut? Also ich kann dazu nur sagen, sicherlich ist der Druck bei manchen Entscheidungen groß. Ich nehme den am wenigsten von meiner eigenen Fraktion wahr. Und wenn man die Frage stellt, Fraktionszwang, dann kann ich nur sagen, den gibt es nicht. Jeder Abgeordnete kann, und das ist auch im Grundgesetz geregelt, entsprechend seinem eigenen Gewissen abstimmen. Das habe ich im Übrigen schon mehrfach praktiziert, dass ich auch anders abgestimmt habe als meine eigene Fraktion.
Energiepolitik ist das schon öfters passiert, das kann man nachvollziehen. Ich sage aber auch eins, sicherlich wird eine Partei und eine Fraktion nur wahrgenommen, wenn sie auch im Großen und Ganzen sicherlich zusammenhält. Dann wird man sie wählen und dann wird man denen auch zutrauen, dass sie imstande sind, dieses Land gut zu regieren. Wenn sie nämlich zusammenhalten, klappt das am besten. Und deshalb muss der Weg, Meinungsbildung zu betreiben, ein anderer sein, als jemanden zu zwingen, irgendwo abzustimmen. Und das findet auch nicht statt, das kann ich so sagen. Jeder kann hier abstimmen, wie er das für richtig hält. Zu zusätzlichen Fraktionsgeldern, ich weiß nicht, wo Sie da hinaus wollen. Erstmal ist jeder Abgeordnete im Deutschen Bundestag gleich alimentiert mit den Abgeordneten-Diäten, im Übrigen alles öffentlich, alles nachlesbar auf der Internetseite des Deutschen Bundestages. Die Fraktionen als solche erhalten entsprechend ihrer Stärke natürlich auch Mittel des Staates für ihre Arbeit. Und selbstverständlich sind auch Ämter, die die Fraktion vergibt, mit entsprechendem Aufwand verbunden. Und deshalb halte ich es zumindest nicht für moralisch verwerflich, wenn man für diesen zusätzlichen Aufwand auch Mittel zur Verfügung hat, um diesen auch gerecht zu werden. Die Redezeit, wer verteilt die? Auch der Fraktionsvorsitzende? Die Redezeit verteilt nicht der Fraktionsvorsitzende, sondern mit Redezeiten ist es natürlich so, dass die entsprechend Fraktionsstärken auch insgesamt unter den parlamentarischen Geschäftsführern ausgehandelt werden. Wir legen vorneweg fest, wird zu einem Tagesordnungspunkt eine Stunde, zwei oder drei debattiert. Entsprechend gestalten sich die Redezeiten nach Fraktionsstärke. Im Übrigen hat der Deutsche Bundestag, der 18. Deutsche Bundestag, mit dieser großen Koalition und der relativ kleinen Opposition, die Opposition sogar noch bevorzugt. Die erhalten also das, was wir gar nicht müssten, einen zusätzlichen Bonus bei Redezeiten. Und am Ende ist es so, dass danach, wenn die Zeiten für die Fraktionen stehen, das Thema die Rolle spielt. Wenn also Herr Stier zum Beispiel im Agrar- oder im Sportbereich dabei ist, dann verteilen die Arbeitsgruppen die Redezeiten unter sich und wir haben ein Berichterstattersystem. Es ist in der Regel so, dass der Berichterstatter zu dem Thema spricht und dass dann in der Arbeitsgruppe in der Regel festgelegt wird, wer spricht, wie lange und wie wird die Fraktionsredezeit dann noch innerhalb der Fraktion aufgeteilt. Gut, da gibt es die eine Frage, die hätte ich mir aufgeschrieben gehabt. Muss man die Menschen vor eigenen Dummheiten schützen? Wo nimmt man ihnen durch die vielen Bestimmungen bzw. Gesetze nicht die Freiheit zur eigenen Erfahrung weg, das Recht zum eigenen Fehler? Ja, deshalb ist das eben kompliziert. Ich bin der Meinung, man muss eben zum Beispiel nicht zu viele Verbote machen oder die Dinge zu stark gesetzlich regeln, weil ich schon an, und die CDU generell glaubt an die Eigenverantwortung des Menschen und da unterscheiden wir uns manchmal auch vom politischen Mitbewerber. Wenn ich im Agrarbereich zum Beispiel bin, ich muss dem Menschen eben nicht vorschreiben, ob er sich vegan ernähren muss oder ob er zum Beispiel einen Schnitzel essen darf. Ich glaube, das sollte jeder selber entscheiden dürfen. Und deshalb muss man mit Gesetzen sicherlich Leitplanken ziehen. Manchmal, wenn Sie fragen, muss man die Menschen vor eigenen Dummheiten schützen? Nein, aber man kann manchmal mit einem etwas anderen Erfahrungs- und Erkenntnishorizont sicherlich Weichen in eine andere Richtung stellen, die vielleicht der Bürger an der Basis dieses Landes noch nicht ganz überschauen kann. Und deshalb ist man vielleicht im Wissen etwas voraus. Gut beantwortet, danke. Was halten Sie persönlich von Gendering? Ja, manche Mitbewerber auf dem politischen Markt sind ja der Meinung, dass wir das in jedem Satz auch deutlich erwähnen müssen und dass man die männliche und die weibliche Form mit Sternchen und ohne Sternchen schreiben kann. Ich persönlich meine, man muss die Dinge nicht zu sehr übertreiben, weil es auch das Miteinander verkompliziert. Ich glaube, wenn man gelegentlich darauf hinweist, ich bin auch voll d'accord, wenn wir sagen, mehr Mitbestimmung auch durch Frauen in Aufsichtsräten, aber ob man das durch Zwang machen muss, das halte ich nicht für richtig. Danke. Zum Thema Geld mal allgemein, jetzt ohne jetzt mal Griechenland. Können Sie uns erklären, was Geld für Sie ist und für Sie persönlich bedeutet? Ja, ich glaube, Geld ist für mich persönlich zumindest ein Mittel, um
einen Leistungsaustausch zwischen Unternehmen, Bürgern etc. auch in einem angemessenen Gegenwert, zu entschädigen. Und deshalb ist Geld ein wichtiges Mittel, um auch Leistungen untereinander zu vergüten. Im Übrigen will hier niemand das Bargeld abschaffen, wie das in den letzten Wochen auch ständig durch die Medien geisterte. Man kann natürlich darüber reden, braucht man einen 500-Euro-Schein oder tut es auch einer Nummer kleiner. Aber ich kann zumindest sagen, ich persönlich erachte Bargeld weiterhin auch im Zeitalter des Fortschritts mit Kreditkarte, mit Kontoführungen und weiteren als das Mittel, wo wir auch untereinander uns Leistungen bezahlen können. Also da frage ich mal ganz einfach nach, wenn die Entscheidung kommen soll im Bundestag. Sie selber, sind Sie für Bargelderhalt? Ja, ich bin ganz klar für den Erhalt des Bargeldes und sollte ich in die Gelegenheit kommen müssen, dazu zu einer Abstimmung die Hand zu heben, werde ich gegen eine Bargeldabschaffung oder für einen Bargelderhalt stimmen. Professor Sinn ist noch ein Begriff bestimmt aus München. Wirtschaftsforscher. Der war letztens in Halle mit dem Vortrag, habe ich mich gefreut, dabei sein zu können. Der hat es 200, 500 Euro also recht einfach eigentlich erklärt. Das heißt, er hat mit dem Negativzins zu tun. Wenn Sie den Zins auf Null herunterfahren, müssen Sie nur rechnen, 0% Zins. Abzüglich der Aufbewahrungskosten des Geldes, sprich im Tresor. Die Münchner Rück als größter Rückversicherer hat er schon offiziell erklärt gehabt, die haben Bargeldbestände abgehoben in unvorstellbarer Höhe und alle ihre Tresore bereits mit Bargeld gefüllt. Weil wenn sie nämlich bei der Bank 0% kriegen, holen sie das Geld ab. Und wenn sie einfach den 500-Euro-Schein wegnehmen und machen einen 200-Euro-Schein drauf, brauchen sie einfach 60% mehr Kapazität im Tresorbereich. So einfach sieht es aus. Und damit können Sie den Negativzins noch eins runterfahren. Ist beim kleinen Bürger schon so, der... Ja. Ist Sparsamkeit für Sie eine Tugend? Ist Sparsamkeit eine Tugend oder ist es heute eine Schande? Sparsamkeit ist für mich eher eine Tugend, wie alles andere. Und ich kann nur noch mal sagen, auch wenn ich als Abgeordneter jetzt vielleicht im Deutschen Bundestag sehr gut vergütet werde, ich habe das Geld im Leben vor dem Deutschen Bundestag viel zu schwer verdienen müssen, als dass ich es leichtfertig ausgebe. Und ich halte es da eher mit Rockefeller, der schon sagte, reich wird man nicht von dem Geld, was man verdient, sondern von dem, was man nicht ausgibt. Insofern kann ich nur raten, auch Maß zu halten und nicht auf jede Konsumverlockung hereinzufallen, sondern auch da mal zu überlegen, wie man das Geld ausgibt. Und das kann einem im Leben schon weiterhelfen. Mir hat es zumindest persönlich immer mal weiter. Genau. Jetzt mache ich mal einen kurzen Ausflug, Herr Stier, wenn Sie mir es gestatten. Und zwar wir haben doch in Zeit auch eine Facebook-Seite mit, glaube ich, 3.500 Mitgliedern. Und da hatte ich auch angekündigt, dass ich sie besuche. Und da sagt, Mensch, wenn jemand eine Frage unter den Fingernägeln brennt, dann stelle ich Ihnen die heute, dass ich nicht vergesse, sonst erschießen mich die Facebook-Gemeinden. Jetzt habe ich nur leider, funktioniert das Handy nicht, aber ich hatte die Fragen mir dreimal gelesen. Also liebe Facebook-Freunde aus dem Raum Zeitz, wenn ihr jetzt irgendeine Frage vergesst, vierteilt mich bitte nicht. Ich habe sie dreimal gelesen, die Fragen, ich schaue sie auswendig herkriege. Herrn Stressner ist ja bekannt, stellt eigentlich eine ganz gute Frage. Und zwar hat er eigentlich gefragt gehabt, also rein aus der Erinnerung, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, also das ist eine persönliche Meinung von Ihnen, ist es denn noch zeitgemäß, überhaupt Kindergartenbeiträge zu verlangen bei der geringen Geburtenrate? Ja, also, was Sie persönlich davon halten, ob das sinnvoll ist? Also man kann ja über alles diskutieren, ob Beiträge, Gebühren zu verlangen sinnvoll ist oder nicht. Wenn wir unser Gemeinwesen finanzieren wollen, gibt es natürlich die verschiedenen Mittel. Es gibt Steuern, es gibt Beiträge, es gibt Gebühren. Und jeder auf seiner Ebene muss natürlich entscheiden, wie er das macht, das Land Sachsen-Anhalt, die Kommune vor Ort. Ich glaube, wenn Sie speziell das Thema Kindergarten, Gebühren oder Beiträge ansprechen, glaube ich zumindest, dass wir in Sachsen-Anhalt eine der besten Kinderbetreuungen bundesweit haben und da auch eine Menge Geld des Landes reinfließt. Und deshalb glaube ich, dass man aber auch über Standards reden muss. Ich habe vor kurzem konnte einer Einweihung des Kindergartens in Tröglitz mit beiwohnen, habe mir dort vorführen lassen, wie toll die Treppengeländer sein müssen und dass man jetzt auch Türen hat, wo man einen Klemmschutz hat,
Ich kann Ihnen sagen, als Kind im Kindergarten, ich habe auch die Finger mal dazwischen gehalten, habe gemerkt, hat es wehgetan und habe fürs Leben was draus gelernt. Richtig. Nun will ich nicht sagen, dass wir den technischen Fortschritt nicht nutzen sollen. Aber ich glaube, wir müssen uns natürlich über alles Gedanken machen, was wir an Möglichkeiten heute haben. Das muss irgendjemand bezahlen. Und entweder machen wir es alle selber oder wir passen dort auch auf, dass wir waren vorhin bei Sparsamkeit, dass wir auch da sparsam sind. Gut, na, das zweite Frage vom Herrn Stresser, Milchskandal Naundorf. Also das kann bestimmt eine Stunde dauern, aber machen wir es ganz kurz vielleicht. Milchskandal Naundorf, kenne ich mich auch zu wenig aus, wissen Sie, was vom Kreistag her? Kenne ich mich auch zu wenig aus, ja. aber wenn es speziell um Naundorf geht, dann ist ja der Burgenlandkreis da auch am Arbeiten. Es ist ja bekannt, dass dort nicht nur rechte Sachen passiert sind, dass natürlich der Unternehmer, den es auch betroffen hat, nicht mehr lebt. Und deshalb gibt es ein Insolvenzverfahren und deshalb wird auch dort nicht alles bis zur abschließenden Zufriedenheit gelöst werden können. Aber ich vertraue dort in die Behörden des Landkreises und ich glaube, der Landrat macht dort eine sehr gute Arbeit und man versucht dort natürlich den Schaden auch so gering wie möglich zu halten. Dass man alle Risiken in unserer Gesellschaft im Übrigen heute hundertprozentig abwenden kann, wie das manche gern hätten, daran glaube ich persönlich nicht. Was soll der andere? Ein Herr Becker hatte gefragt, er hat gefragt zum Freihandelsabkommen, es ist Tipp und wie die Gemeinden sich dazu verhalten können. Also nach meinem Kenntnisstand können sich Gemeinden dazu momentan noch gar nicht verhalten. Sie müssen sich aus meiner Sicht übrigens auch nicht schützen. Das ist erstmal ein Abkommen, was die Europäische Union abschließen wird. Die einzelnen staatlichen, nationalstaatlichen Parlamente müssen zustimmen. Und erst wenn wir das endverhandelte Papier vorliegen haben, werde auch ich entscheiden, ob ich zustimme oder ob ich nicht zustimme. Kann nur eins sagen, TTIP wird ja Land auf, Land ab auch kritisch diskutiert. Es ist wie in jedem Freihandels- oder jedem Handelsabkommen, wenn man was vereinbart, wird man von jeder Seite Dinge auch mit einbringen müssen und auch Kompromisse eingehen können. Deutschland hat im Übrigen so viele Handelsabkommen abgeschlossen, über die nicht ein Mensch in unserer Öffentlichkeit diskutiert hat. Gerade bei diesem macht man es nun. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da will ich nicht sagen, wie ich abschließend stimmen werde, erkenne ich zumindest mehr Chancen als Risiken. Und glaube also durchaus, dass es Sinn macht, dieses Abkommen weiter zu verhandeln. Gibt es immer so eine kleine Anmerkung? Freier Handel braucht keine Verträge. Herr Stier, ich hatte noch von einem Facebook-Nutzer eine Anfrage bekommen bezüglich Schreddern Küken, dass Sie da bereits eine Pressemitteilung von Ihnen vorliegt, die mir persönlich bekannt ist. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Als tierschutzpolitischer Sprecher der Fraktion bin ich natürlich mit diesem Thema, was unter diesem Satz auch in der Öffentlichkeit ist, befasst. Es ist ganz einfach so, dass wir natürlich heute bei den Legehennenrassen die Hähnchenküken nicht in dem Maße verwenden können, dass sie also Mastleistung bringen, Eier legen sie auch nicht. Jetzt wäre es, oder einige politische Mitbewerber sagen, das muss man von heute auf morgen verbieten. Das würde natürlich einen ganzen Wirtschaftszweig sofort ruinieren. Und wir hätten das Problem nicht gelöst, denn es würde nur ins Ausland verschoben. Deshalb wollen wir das Problem mit den Brütereien in unserem Land lösen. Wir haben viele Forschungsgelder auf den Weg gebracht. Die Universität Leipzig ist kurz vor Abschluss eines Verfahrens, wo wir also bereits im bebrüteten Ei feststellen können, Hähnchenküken oder Hennenküken. Andere Wege gibt es, ein Zwei-Nutzungshuhn zu züchten, das dauert alles seine Zeit, das ist nicht von heute auf morgen zu lösen. Und deshalb ist das ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Im Übrigen ist die Welt nicht nur friedlich, auch in der Tierwelt. Viele Millionen, auch Küken, ich sage das mal, werden in Zoos gebraucht, um Tiere satt zu bekommen. Und solange sie auch da eine Verwendung haben, nun stelle ich die Frage, wer will in unserer Welt entscheiden, wann muss das Tier sterben, wenn es 100 Kilo hat als Schwein, um es zu Schnitzel zu verarbeiten. Im
Jugendalter bei Küken. Sicherlich sind das alles ethische Fragen, die immer mehr auch in unserer Bevölkerung eine Rolle spielen. Und ich halte es nicht für richtig, wenn man da lange drum rumredet, sondern man muss sich auch mit diesen Themen befassen und muss aber für alles Lösungen haben. Und auch ich finde das Töten der Hähnchenküken nicht mehr zeitgemäß, aber wir stehen vor einer Lösung, die noch etwas Zeit braucht. Danke. Herr Stier, erst einmal muss ich mal zugeben, das dauert etwas länger, als ich selber erwartet hatte, unser Gespräch, freue ich mich drüber. Also liebe Zeitzeit, wenn ich jetzt nicht alle Themen anspreche, seien wir nicht böse, ich kriege auch nochmal einen Termin bei Ihnen. Auf alle Fälle. Weil ich auch merke, macht Freude, wir haben ein bisschen Ethik abgesprochen, all die allgemeinen Dinge. Ich hatte mir noch 10 Punkte aufgeschrieben. Ich konzentriere mich jetzt mal auf 3 Sachen und dann treffen wir uns lieber nochmal. 90 Milliarden will die Bundesregierung zur Seite legen für Asyl. Habe ich gelesen gehabt, ist es richtig aus einer Pressemitteilung? 90 Milliarden haben Sie zur Verfügung für den nächsten Haushalt. Also ich stecke jetzt nicht in den genauen Zahlen des Haushaltes, da war ich heute nicht vorbereitet. Fakt ist, dass uns natürlich die Asylproblematik beschäftigt, weiter beschäftigen wird. Ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten ist in unserem Land auch dort Großes geleistet worden. Ich glaube im Übrigen auch, dass es richtig ist, dass man versucht, an den Außengrenzen von Europa dort die Dinge zu regulieren, anstatt man das innerstaatlich tut. Ich glaube, unsere Wirtschaft, auch dass wir überhaupt Geld übrig haben, hängt im Großen und Ganzen auch von offenen Grenzen, von einem einheitlichen Europa zusammen. Trotzdem können wir natürlich nicht unbegrenzt Einwanderer aufnehmen, auch das ist ganz klar. Wir wollen helfen, wo es geht, aber auch unsere Möglichkeiten sind begrenzt und da tun wir momentan alles. Wenn ich erinnere, Asylpaket 1, Asylpaket 2, den Strom auch zu begrenzen. Das ist in den letzten Wochen auch etwas passiert, auch mit Hilfe der europäischen Nachbarn. Aber auch, mir gefällt überhaupt nicht, was wir momentan, ich sage das auch, was mit der Türkei sich abspielt, also Visafreiheit oder vielleicht auch die Türkei deshalb in die EU aufzunehmen. Dort bin ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht dafür. Gut, klare Aussage. Weil ich habe die 90 Milliarden mal einfach mit dem Kopf geteilt durch die Anzahl der Flüchtlinge. Sie müssen ans Telefon. Jetzt geht das auch noch los. Herr Stier, zurzeit rutschen die Milchpreise. Sind es die Folgen dieses freien Marktes oder ist es eine schöne Sache der sozialen Marktwirtschaft? Wie sehen Sie das, die fallenden Milchpreise? Die Milchpreise sind im Keller. Das stellt niemanden zufrieden, vor allen Dingen nicht die Produzenten und die Landwirtschaft. Und ich kann Ihnen sagen, die Landwirte machen nicht nur bei den Milchpreisen, auch bei den Schweinepreisen momentan tierisch schlechte Zeiten durch. Die Politik versucht jetzt zu helfen, auch mit einem Maßnahmenprogramm. Eins muss ich allerdings auch sagen, auch die Bauern selbst wollten aus der Milchquote aussteigen. Und das heißt natürlich, wenn wir in der Marktwirtschaft sind, dass Angebot und Nachfrage auch den Preis regeln. Und momentan ist ein Überschuss an Milch auf dem Markt, das heißt, es müsste auch weniger produziert werden. Und ich kenne persönlich auch viele Betriebe, die ihre Kuhbestände aufgestockt haben. Und deshalb ist das natürlich schon auch ein Teil Marktwirtschaft, dass manche gute, große vielleicht länger überleben wie einzelne kleine Betriebe. Ich halte aber Dinge auch nicht für förderlich. Ich kenne auch viele Verbraucher, die gerne für den Liter Milch mehr bezahlen würden. Und wenn dann unser Wirtschaftsminister auch noch die Fusion zwischen Kaisers und Edeka zum Beispiel zulässt, was die Politik hätte verhindern können, das hat natürlich auch vom Handel her noch mehr Druck auf die Preise. Und nun ist es leider so in der Landwirtschaft, das ist was für die Natur was Gutes, aber für den Landwirt was Schlechtes, dass man die Kuh nicht von heute auf morgen abstellen kann. Das wissen im Übrigen viele Bürger auch nicht mehr, sondern man muss die Kuh tragend bekommen, damit sie einen Kalb bekommt und erst dann gibt sie Milch und das macht sie über einen bestimmten Zeitraum. Und deshalb, wir haben vorige Woche im Agrarausschuss mit dem Bundeskartellamt auch geredet, wir müssen auch über manche Vertragsgestaltungen vielleicht nachdenken, eine Andienungspflicht, eine Abnahmepflicht, muss man dort Dinge ändern? Ich kann nur sagen, die Lage ist alles andere als rosig, die stimmt auch mich nicht glücklich, aber wir sind dort zumindest
als Politik dabei und versuchen zu helfen. Ich glaube aber nicht, dass Politik alles auf diesem Markt lösen kann. Da habe ich einen schönen Übergang. Unser lieber Wirtschaftsminister, habe ich das Gefühl, hilft den Bauern ja dann mit den Windrädern. Ich glaube, 20.000 gibt es pro Windrad zum Schnitt Pacht pro Jahr. Was halten Sie von den Windrädern, speziell in so einem Burgenlandkreis? Ja, da sind wir ja schon wieder vom Milchmarkt zur Energiepolitik zurück. Ich will das mal drastisch ausdrücken. Für mich sind wir in der Energiepolitik schon fast wieder, wenn ich mal 25 Jahre zurückdenke, im Sozialismus. Das heißt, wir garantieren manchen Energieerzeugern, ob das mit Photovoltaik, ob das mit Wind oder ob das mit Biomasse ist, dass ihnen der Strom, den sie produzieren, abgenommen wird und dass er auch vergütet wird. Da interessiert gar niemanden, ob der zur gleichen Zeit auch gebraucht wird. Also diesen Marktmechanismus setzen wir dort völlig außer Kraft. Das ist sicherlich richtig, um einen Markt für eine gewisse Zeit mal anzuschieben. Aber das kann nicht auf Dauer gehen. Und deshalb sind wir auch in diesem Jahr wieder dabei, das EEG zu ändern. Ich war dort beim letzten Mal mit der Änderung nicht einverstanden, konnte deshalb nicht zustimmen und werde diesmal natürlich sehen, wie weitreichend gehen die Änderungen, um dort zumindest die Energiepolitik und auch insbesondere die Windräder, das dem Markt wieder etwas anzupassen. Und natürlich haben wir aber mittlerweile auch in Sachsen-Anhalt eine große Branche, die Windräder produziert und die von dieser Technologie lebt. Nun muss ich allerdings sagen, wenn wir bei uns den Markt damit gesättigt haben, dann müssen wir vielleicht schauen, ob wir diese Technologie auch im Ausland verkaufen können. Mensch, Herr Stier, jetzt ist wirklich lange geworden. Ich entschuldige mich fast schon ein bisschen. Sie haben jetzt ja noch einen Termin mit Schülern aus unserem Burgenlandkreis. Wie versprochen, wir treffen uns wieder, arbeiten den Rest ab. Nochmal herzlichen Dank, liebe Bürger. War mein erstes Interview auf der Kalten heraus mit unserem Bundestagsabgeordneten. Hat mir viel Freude bereitet. Ich bedanke mich auch und von mir herzliche Grüße in die Heimat, in den Burgenlandkreis, ja. In den Saalekreis. Ciao, bis zum nächsten Mal, Leute.